Noch gut 2 Monate, dann wird in den USA wieder gewählt. Zwar geht es nur unter Anführungszeichen um die sogenannten Midterms, doch einige Experten sehen bereits eine Zensur. Denn sie prophezeien Donald Trump eine krachende Niederlage und somit natürlich auch der Republikanischen Partei. Ist also die Messe für Donald Trump bereits gelesen? Ist alles tatsächlich schon so klar? Das fragt in dieser Woche nicht nur das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, sondern das fragen auch wir uns jetzt und wollen die Frage hoffentlich beantworten mit Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler und Zieh. Herr Berger, bevor wir gleich über Fakten und die Wahl direkt sprechen, wie ist denn aktuell tatsächlich die Stimmung in den USA? Es gab kürzlich ein neues Enthüllungsbuch, es gibt eine Menge mal wieder zu bereden um und mit Donald Trump. Sie haben viel Familie in den USA, wie wird die ganze Geschichte dort gesehen? Also erstaunlicherweise, auch wenn man sich die Tageszeitungen in den USA mal so durchblättert, hat man fast den Eindruck, dass in Europa oder speziell in Deutschland viel mehr über Trump berichtet wird wie in den USA. Weil ich sage jetzt mal, der normale Wähler, den interessiert weder ein Klimaabkommen bei Trump noch irgendeine Russland-Affäre und Ähnliches. Irgendwelche Handelsstreite finden die Amerikaner selber erstmal als Bereicherung für die USA, weil dann wieder die Firmen zurückkommen. Also man sieht es da ein bisschen entspannter und auch die Medienlandschaft ist in der Tat so, man hat nicht jeden Tag seinen täglichen Trump, bei uns könnte man es manchmal meinen. Also von dem her sind die da ein bisschen entspannter, aber die Gesellschaft ist schon, und wir analysieren Jahre im Voraus auch die politische Situation in Ländern, seit 3 bis 5 Jahren ist die Gesellschaft in den USA bereits gespalten. Und da hat auch Trump, hat es natürlich ausgenutzt, ist dadurch auch ja Präsident geworden, aber er hat es jetzt nicht unbedingt, verstärkt, ist fast schon ein bisschen vielleicht sicher, aber es ist so, es gibt Gegner und Befürworter von Trump und die sind auch relativ klar in ihrer Meinung. Und wir sehen ja diesen Trend generell auch weltweit, dass eigentlich die etablierten Politiker, sag ich mal, oft das vorbereiten, dass solche Leute, sag ich mal, an die Macht kommen. Wir sehen das auch in Europa. Brexit ist nur entstanden, indem die Politiker eigentlich nicht unbedingt auf ihr eigenes Volk gehört haben, was die Bedürfnisse, die Sorgen sind. Und die letzten Tage hat man auch den Eindruck, dass wir auch in Deutschland in die Richtung gehen. Aber in den USA ist tatsächlich die Berichterstattung etwas lockerer wie bei uns. Dann konzentrieren wir uns dennoch ein wenig auf die Berichterstattung hierzulande. Es scheint aktuell so ein wenig als sei Donald Trump tatsächlich angezählt. Das liegt nicht zuletzt am Enthüllungsbuch Bob Woodward. Bob Woodward, die meisten erinnern sich vielleicht, brachte schon einmal einen Präsidenten zu Fall. Schafft er es auch ein zweites Mal? Dann hätte er kein Buch geschrieben. Das kann man eigentlich so knapp eigentlich beantworten. Damals war es wirklich eine Reportage in der Zeitung. Und wenn er dieses Mal, sag ich mal, wirklich schlagkräftige Beweise gehabt hätte, dann wäre es auch in der New York Times gekommen und nicht in einem Buch. Gefühlt ist es das 100. Enthüllungsbuch. Und genau das ist das Problem. Es ist zwar ein sehr, sehr guter Journalist. Es sind auch interessante Dinge drin. Ich habe es gelesen schon oder reingelesen. Es ist lustig, aber es ist nichts anderes wie die Bücher zuvor. Also der Trump-Gegner erfährt im Prinzip nichts Neues, der Trump-Befürworter auch nichts. Ja, man lacht eigentlich mehr. Ja, das ist ja das Traurige, wenn man so ein Buch eigentlich fast liest, dass das der US-Präsident ist. Aber es ändert nichts eigentlich an der Einschätzung, weder von den Gegnern noch von den Befürwortern. Grundsätzlich ist aber in dem Buch durchaus zu beobachten, dass sich der Widerstand mehr und mehr in den eigenen Reihen formt. Als US-Präsident kann man sagen, okay, Gegner außerhalb der Mauern habe ich immer. Innerhalb der Mauern, das kann eigentlich nicht lange gut gehen, oder? Also es geht grundsätzlich nicht gut. Und einige Republikaner, auch alteingesessene Republikaner, sind vielleicht auch peinlich berührt von vielen Dingen, die er so sagt, weil er auch einfach zu schnell kommuniziert. Das ist eigentlich nicht üblich für einen US-Präsident in der Vergangenheit gewesen, sondern immer erst der Stab hat überprüft, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Wir wissen ja, Twitter ist seine Lieblingsbeschäftigung. Das ist genau das Problem. Aber solange er Mehrheiten hinter sich hat in der Bevölkerung, und das hat er auf sehr, sehr stark, vor allem bei der Landbevölkerung, wird Trump nicht abgesägt von der eigenen Partei, sondern wird hier einfach weiterhin im Amt gelassen. Schauen wir auf die bevorstehenden Midterm-Wahlen. Es gibt natürlich schon erste Prognosen. Aktuell liegen offensichtlich die Demokraten gut 14% vor den Republikanern. Es droht also eine krachende Niederlage. Ist Trump, ist die Republikanische Partei entsprechend jetzt bereits angezählt? Nein, also man muss eines sagen, wenn man sich die früheren US-Präsidenten anschaut, grundsätzlich ist in den USA so, dass bei den Midterms eigentlich das politische Lager schwenkt. Also auch bei Obama war es so, dass er dann später auch beide Häuser im Prinzip verloren hat. Also beide Kammern, es sind 2-Kammer-Systeme in den USA. Also auch das wäre bei Trump jetzt nicht außergewöhnlich, dass so der Schwenk kommt, dass eben er keine Mehrheit hat. Dann passiert eines, dass der Präsident, sag ich mal, etwas entmachtet wird. Obama haben wir auch gesehen, er war ja im Prinzip dann
ja, eigentlich im Amt, konnte nichts mehr machen. Das kann Trump passieren, aber ich denke nicht, dass er beide Kammern verlieren wird. Das wäre schon die nächste Frage. Dann hierzulande, Sie haben die Medien angesprochen, heißt es immer wieder, naja, Donald Trump wird diese Midterm-Wahlen ziemlich sicher verlieren. Die Wahlbeteiligung lag in der Vergangenheit rund um 40%, das ist nicht wirklich viel. Und das spielt doch eigentlich eher Donald Trump und der Republikanischen Partei in die Hände. Wir haben jetzt bei der letzten Wahl gesehen, seine Anhänger kann er mobilisieren. Was müssten denn die Demokraten tatsächlich noch leisten, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren? Also da haben die Demokraten auch in der Tat Angst davor. Trump versteht es durch seine sozialen Netzwerke und seine Anhängerschaft. Man muss auch darf nicht vergessen, er war früher ja auch noch ein Fernsehstar neben Immobilien Guru und hat sehr, sehr große Fanschaft und kann die auch erreichen. Die Demokraten haben davor tatsächlich Angst. Das ist nämlich ihre Chance, möglichst viele Demokraten an die Wahlurne zu bringen. Joker war jetzt oder ist jetzt Obama. Na, da muss man sagen, das geht eigentlich gegen die Tradition in den USA, dass eigentlich der frühere US-Präsident sich niemals in die Wahl einmischt. Das kommt bei der konservativen Bevölkerung überhaupt nicht gut an. Das heißt, es kann sogar sein, ja, auch wenn die Umfragen aktuell sehr, sehr gut sind für die Demokraten, dass dieses Eingreifen von Obama sogar hinderlich nachher ist und viele ja, eher konservativ denken, die dann sagen, dann wähle ich lieber Trump, weil das sehe ich gar nicht ein, dass der frühere US-Präsident sich ja einmischt. Und Clinton ist auch nicht so beliebt wie in Europa, mischt sich auch ein. Also die Gefahr ist durchaus da, umso mehr die zwei Personen sich hier einmischen in den Wahlkampf, dass es wieder zugunsten von Trump geht. Aber ich denke trotzdem, dass die Demokraten zumindest, wie gesagt, ein Haus dann auch gewinnen werden. Wie abhängig ist Donald Trump aktuell von den bevorstehenden Midterm-Wahlen? Beobachter meinen, bei einer krachenden Niederlage wäre er kaum mehr zu halten. Also krachend wäre, wenn er nur noch 10 oder 20% hat. Das ist unwahrscheinlich, sondern in Amerika, wie gesagt, ist die Gesellschaft ja auch gespalten. Das heißt, wir haben so 50-50. Die eine Hälfte ist im Prinzip für Trump, die andere gegen. Wenn er irgendwo bei 40% ausläuft, dann ist er weiterhin im Amt, weil... Was haben die Republikaner denn für eine Wahl, wenn sie ihn, sag ich mal, dann aus Amt und Würden jagen? Dann haben sie keine Alternative da. Also es gibt keinen Republikaner, der jetzt in der Lage wäre, sofort, sag ich mal, dann zu gewinnen. Da hätten die Demokraten deutlich bessere Chancen. Und daher wird der Republikaner hier vorsichtig sein. Immer wieder wird ein sogenanntes Impeachment frei übersetzt, könnte man wahrscheinlich sagen, in Bezug auf Deutschland eine Art Misstrauensvotum ins Spiel gebracht. Faktisch, und wenn wir uns die Verfassung in den USA ansehen, das ist mehr oder weniger aussichtslos, oder? Ja, also war historisch noch niemals möglich. Normalerweise ist es so, sagen wir, wenn es wirklich Beweise gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Nixon damals, ja, dass der Präsident freiwillig zurücktritt. Gut, ob das jetzt Trump machen würde in der gleichen Situation, ist die Frage. Aber Sie haben hier, die Einleitung ist noch relativ einfach. Sie brauchen eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das könnten die Demokraten nach der Wahl vielleicht hinbekommen. Sie brauchen aber dann nach diversen Verfahren eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das werden Sie nicht hinbekommen, weil genau die gleiche Situation ist, man schadet sich ja als Partei dann selber, weil man dann weiß, dann gewinnen garantiert die Gegner und daher wird kein Republikaner hier dafür stimmen, sondern wird dann eben Trump drin lassen. Wir haben ja den Vorteil in den USA, was vielleicht auch eine Idee wäre für Europa, 2x4 Jahre. Das heißt, alle, die jetzt auch Trump nicht so gern haben, wissen, nach 8 Jahren ist der Spuk vorbei und es kommt ein neuer Wind rein. Das ist für die politische Landschaft im Übrigen auch ein Vorteil, auch in den USA. Und wie gesagt, von dem her ist da die Hoffnung für die Gegner eigentlich, dass es vielleicht dann nach 8 Jahren spätestens vorbei ist. Wenn wir das Szenario vielleicht doch mal ganz kurz noch durchspielen, ein Impeachment ist erfolgreich, was passiert denn dann überhaupt? Gut, der Vizepräsident wird dann automatisch Präsident und zwar für die restliche Laufzeit, also es ist nicht nur kommissarisch, sollte aus was für einem Grund auch immer er auch ein Impeachment-Verfahren haben oder umkommen, dann zum gleichen Zeitpunkt, dann würde eben der Sprecher des Repräsentantenhauses das kommissarisch übernehmen, bis eben dann wieder ein neuer Präsident gewählt worden ist, aber aus den eigenen Reihen. Es gibt keine Neuwahlen dann. An dieser Stelle müssen wir natürlich immer noch etwas auf die Wirtschaft blicken. Welche Auswirkungen haben denn aus Ihrer Sicht die Midterm-Wahlen auf die Wirtschaft? Gut, also die Wirtschaft ist ja durchaus und auch die Börse vor allem, weil wir hier auch eine Börse stehen, in den USA sehr, sehr stark gestiegen. Aufgrund den ganzen Programmen, die ja auch Trump umgesetzt hat, kommt es eben hier zu einer Niederlage und die Demokraten würden das ein oder andere zurücknehmen, wäre es für die Wirtschaft und für die Börse eher mal nachteilig. Trump selber wird aber, sag ich mal, eher, sag ich mal, der große Wirtschaftsguru werden im 3. und 4. Jahr, also kurz vor der neuen Wahl, und wird damit punkten. Ja? Er wird auf keinen Fall, was ja manche auch vermuten, jetzt in den Krieg ziehen. Krieg ist vor Wahlen nie gut, auch weder bei den Midterms noch eben zur nächsten Präsidentschaftswahl. Und tote Amerikaner sind ganz, ganz schlecht für eben die Wahl. Er startet aber natürlich das Militär mit Geld aus, was ja auch ein globaler Trend aktuell ist. Aber er wird auf keinen Fall, sag ich mal, hier jetzt
ja, irgendwelche Abkommen davor schließen, sondern die wird er erst im dritten und vierten Jahr machen, also Abkommen mit der EU, Abkommen mit China. Das wird er noch ein bisschen ziehen und wird dann hier eben das wieder zu seinen eigenen Nutzen dann auch. Es ist tatsächlich auskommen. So, müssen wir noch auf das dritte, vierte Jahr warten. Die Midterm-Wahlen stehen kurz davor. Und es wäre doch durchaus hilfreich, den Handelsstreit mit China beizulegen, sich mit der EU zu einigen. Das würde doch bei der Wählerschaft sicher auch nicht ganz schlecht ankommen. Aus Blickwinkel Europa gebe ich Ihnen recht, aber aus Blickwinkel USA ist es sogar ein Vorteil, er lässt es offen. Weil der Amerikaner eben sieht, okay, da tut jemand mal was, ja, er stärkt die amerikanische Wirtschaft. Er ist ja nicht umsonst ja auch mit America First Präsident geworden. Und das ist so in der amerikanischen Kultur schon drin. Das heißt, viele sagen ja, okay, jetzt kommen die Firmen wieder zurück, ziehen das Geld in die USA, die Produktionsanlagen werden in die USA verlagert. Also das ist eher ein Vorteil für die Midterms wie ein Nachteil. Das wird er dann später auslaufen lassen, wird sich auch einigen mit der EU und auch mit China und wird dann eben am langen Ende dann sagen, ich bin der große, Sanierer und hab was für Amerika getan. Es bleibt also definitiv spannend. Mal schauen, ob die Prognosen tatsächlich recht behalten. Das war eine Einschätzung von Alexander Berger von Daubenthaler. Und Sie, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.